Weiter geht's in Pikmin 2. Heute geht es in ein neues Gebiet, und zwar in den Wald des Erwachens. Denn hier im friedvollen Tal sind wir fürs Erste fertig. Wir haben hier rote Pikmin bekommen und auch unsere ersten lila Pikmin. Und mit denen erkunden wir nun den Wald des Erwachens. Ich bin gespannt, was wir hier finden am dritten Tag von Ulimas und Louis' Reise, um die Schulden von Hokotato Freight zu begleichen. Landen wir. Schön an Pikmin ist auch immer, dass die verschiedenen Gebiete nach Jahreszeiten designt wurden. Wir waren gerade im Winter und jetzt sind wir im Frühling. Guten Morgen. Es freut Sie, sicher zu hören, dass die lila Pikmin sicher in meinem Rumpf untergebracht sind. Die Enge meines Interieurs scheint sie nicht zu stören, obwohl sie mich gelegentlich kitzeln. Stellen Sie sich in den Kreis aus Licht unter mir und drücken Sie A, um die lila Pikmin ins Freie zu rufen. Genau, es gibt keine lila Zwiebel. Die lila Pikmin können sich ja auch nicht vermehren, aber sie haben auf jeden Fall Platz in unserem Raumschiff. Und, So. Dann nehmen wir erstmal 10 Stück von mit. Mehr haben wir von denen ja auch nicht. Und dann nehmen wir... Wie viele rote habe ich insgesamt? 60. Ja, müssen wir schon noch ein bisschen vermehren. Nehmen wir erstmal alle mit. So, tummelt euch alle um mich. Genau so. So ist richtig. Und fangt an, euch weiter zu vermehren. Was ist los? Louis, hat Ulime sie über die Eigenheiten der Pikmin in Kenntnis gesetzt? Die Pikmin bilden farblich getrennte Gruppen, wenn man sie durch Drücken von X entlässt. Okay. Ergreift man Pikmin durch Halten von A, werden sie ebenfalls nach Farben geordnet. Und hier noch ein Bonustipp. Nach dem Ergreifen eines Pikmin durch Halten von A kann es durch Drücken von R gegen ein andersfarbiges Pikmin ausgetauscht werden. Wie? Sie hören das zum ersten Mal? Ulima! Sie dürfen nicht vergessen, neue Mitarbeiter ordentlich einzuschulen. Alles klar. Denken wir in Zukunft dran. So. Ja, das habe ich da zwar auf eingesetzt. Das dachte ich mir fast, dass das passieren wird. Treffe ich den? Nein, ich treffe den nicht. Shit. Das war sehr, sehr schlecht. Was machst du? Oh mein Gott! So, ich werfe mal einen lila Pikmin auf den. Ich hoffe, ich treffe den. Ja, ich treffe den, aber... Das war nicht die Wirkung, die ich wollte. Eigentlich kann man die damit stunnen, aber gut. War auch dumm, weil die kleinen Gegner, die kann ich ja sowieso one-hitten. Aber hier bei dem Großen ist das jetzt vielleicht sinnvoll. Den trifft man ja auch ein bisschen leichter. So, wir wechseln zu lila und dann werfen wir jetzt einfach lila Pikmin auf den. Ja, gestunt war er jetzt nicht wirklich, aber man hat ja, glaube ich, gesehen, er hat sehr viel Schaden von den lila Pikmin genommen. Insofern war das schon ganz gut. So. Es muss ja eigentlich Nektar geben. Oh, hier sind Larven. Aber nur die normalen Larven, die noch keine Zähne haben, die können auch keine Pikmin fressen. Gefährlicher sind die, die halt Zähne haben, klar. So. Es lohnt sich auch nicht, mit den lila Pikmin jetzt so Narben oder alles oder tote Gegner abzutransportieren. Oh, das ist gut. Denn, wie gesagt, die können sich nicht vermehren. Da ist Honig, das erste Mal. Also Nektar. Ich nenne es immer Honig, aber es ist eigentlich Nektar. Und es passiert noch was anderes, denn... Ulima, wir haben ein Problem. Die Zwiebel hat aufgehört, Samen auszustoßen. Ob hier eine Fehlfunktion vorliegt? Interessant, offenbar hat sich die Anzahl der Lebensformen im Inneren der Zwiebel erhöht. Ist Ihnen denn nicht aufgefallen, dass nicht mehr als 100 Pikmin zur selben Zeit auf der Planetenoberfläche sein dürfen?
Aber ich stelle momentan nur 55 auf der Oberfläche fest. Oh, ob hier irgendwo wilde Pikmin sind? So, und da hat er jetzt leider ein Nektar ganz für sich allein getrunken. Das wollte ich so nicht. Die Pikmin, die von dem gelben Nektar tranken, haben sich sofort zu Blumen-Pikmin entwickelt. Sie scheinen über erweiterte motorische Fähigkeiten zu verfügen. Was für ein wundersamer Nektar. Wie interessant. So die Pflanzen scheinen sich Pikmin von Blättern zu knospen und letztlich zu Blüten zu entwickeln. Captain Olimar, Sie müssen diese Information mit Ihrem Untergebenen Louis teilen. Ja, haben wir also schon wieder was nicht mit ihm geteilt. Schade, schade. Das war jetzt echt nicht so gut. Ah, das war noch mehr Honig. So, jetzt lasse ich die einmal alle da durchmarschieren. Und dann haben wir jetzt fast nur noch Blüten-Pikmin. Die sind deutlich, deutlich schneller. Haben wir hier oben noch? Pikmin von runter. Oh, hier hätten wir auch nochmal Nektar. So, sind hier noch irgendwie Pikmin? Ne, ich glaube, alle sind mitgekommen. Gut, haben wir jetzt erstmal genug vermehrt. Die nehme ich mal mit. Ah ja, und hier sieht man auch schon, die ersten Pikmin hier entwickeln sich weiter, die noch eingepflanzt sind, zu Knospen-Pikmin erstmal. Und ich glaube, hier im Gras? Ja, da kann man das Gras rupfen, da kriegt man nämlich, glaube ich, auch Nektar raus. Ja, genau. Ist da jetzt überhaupt noch ein Blüten-Pikmin bei? Ich glaube nicht. Reicht jetzt. Die da lasse ich erstmal. Die können ja, sich alleine erstmal weiterentwickeln. Schauen wir eben auf die Karte. Das ist Wasser, da kommen wir nicht her. Hier sind auch noch Larven. Lass ich jetzt erstmal hier liegen. Und... Dann sollen die das hier machen. Ich lasse Louis mal hier stehen. Oder ich lasse Uli mal hier stehen, ist ja egal. Ah, soll ich die doch schon pflücken oder soll ich die natürlich entwickeln lassen? Eigentlich, jetzt finden wir genug Honig, da wäre es eigentlich egal. Weil ich brauche eigentlich schon noch ein paar Pikmin, um hier schnell durchzukommen. Das ist eine schwarze Wand, die ist sehr, sehr stabil. Ja, komm, wir pflücken die. Das sind ja Knospenpicker, ne? Das ist schon in Ordnung. Okay. Ja. Dann mach das hier noch. Ich würde auch ganz gerne hier die Beeren abtransportieren. Ja, aber die kriegen doch die Mauer alleine kaputt, dann geht das so. Kümmert ihr euch hier um die Beeren, denn die sind auch noch wichtig. Und ihr könnt auch hier mithelfen. Wenn ihr nicht die stärksten seid. So, Louis bleibt da. Wir gucken dann hier. Da ist auch ein starker Gegner. Das ist dieser mit dem Stachel, der Pikmin aufsaugen kann. Lass mal rauskommen. Okay. Hat er noch einen Pikmin gefressen? Nein, das Pikmin lebt noch. Es konnte noch entkommen. Okay. Und da sind solche komischen Blumengegner. Die gibt es nur in Pikmin 2, glaube ich. Aber die sind super, super nervig. Ich dachte gerade, dass hier da wäre die blaue Zwiebel. Ui, das ist die blaue Zwiebel, oder? Okay. So, wie viel müssen hier drauf? 200. Oh, shit. Ne, 200 ist zu viel. Da brauchen wir mehr Pikmin. Ach man, ich wusste doch, dass hier das Ding ist. Jetzt kommt das mit den Bären. Ach man, jetzt geht alles schief, Leute. Es tut mir leid. Das war keine Absicht. Verblüffend. Diese rote Beere enthält eine ultramotivierende Essenz. Zwar scheint sie keinen finanziellen Wert zu haben, aber ich werde nach potenziellen Einsatzmöglichkeiten dafür forschen. Bringen Sie mir weitere Exemplare. Ja, kann ich machen, aber ich muss erstmal hier meine Pikmin in Sicherheit bringen.
Okay, das ist aber ganz gut jetzt. Captain Olimar, meine Untersuchung der roten Beeren, die Sie entdeckt haben, hat zur Entwicklung eines potenten Trankes geführt. Hiermit stelle ich Ihnen das Ultra-Motivier-Spray vor. Obwohl es noch nicht getestet wurde, bin ich davon überzeugt, dass es zu spektakulären Resultaten führen wird. Sprühen Sie es auf alle Ihre Pikmin, indem Sie den Abwärtsknopf drücken. Falls erforderlich, kann ich eine Dosis des Sprays aus 10 Beeren herstellen. Okay. Weil das können wir jetzt gebrauchen gegen den Gegner hier. Okay. Erstaunlich, die Köpfe der Pikmin leuchten. Sie wirken plötzlich extrem aufgeregt. Das Ultramotivier-Spray scheint Geschwindigkeit und Angriffskraft der Pikmin zu erhöhen. Was für eine großartige Entdeckung. Ja, deswegen ist es auch eigentlich relativ sinnvoll, das zu sammeln. Oh, shit. Es ist auch schon ein Pikmin gestorben. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt, aber... mindestens eins. Okay, da wäre eine Höhle. Und da kommen wir nicht weiter. Da ist nämlich ein neues Element, nämlich Gift. So, hier sind keine Beeren mehr. Kommt ihr mal alle her? Und ja, ein Pikmin ist gestorben. Sehr, sehr schade. Unser erster Tod. Ich meine, es ist insgesamt noch okay. Ah, die Bären sind noch respawned. Wir können also jetzt neue holen. Aber wichtiger ist es mir jetzt eigentlich, dass wir in die Höhle gehen. Und man sieht ja auch die roten Blumen-Pikmin. Die sind so schnell wie Olimar und Louis. Das ist schon ganz sinnvoll. Hier haben einige Pikmin aber auch ihre Blüten verloren, glaube ich. Naja. Meine Biosensoren schlagen stark aus. Die Messwerte verheißen nichts Gutes. Eine Bestie von unglaublicher Stärke laut in der Tiefe. Eine große Pikmin-Truppe wäre sicherlich beruhigend. Meine akustischen Sensoren empfangen feindseliges Brüllen vieler Bestien. Sie sollten sich auf zahlreiche Begegnungen vorbereiten. Meine Sensoren zeigen auch extreme Hitzequellen an. Sie sollten Pikmin mitnehmen, die gegen Flammen resistent sind. Das sind die roten Pikmin. Klar, ne? Rote Pikmin, Feuer. Klar. Aber meine Aufzeichnungen beinhalten keinerlei solcher Daten. Sind meine Aufzeichnungen einfach unvollständig? Aber auch schon Pikmin 1 feuerresistent, meine ich. Naja. Ja, und hier sehen wir jetzt auch, was es für Gefahren gibt, und zwar Feuer. Es gibt auch noch Wasser, es gibt auch noch Elektro und es gibt noch Gift. Und nicht die Lila-Pikmin sind für Gift zuständig. Könnte man meinen, aber ist nicht so. Da gibt es noch eine andere Pikmin-Art. Die wir vielleicht sogar hier in der Höhle finden. Mal schauen. So. Haben wir jetzt nicht alle Pikmin mitgenommen? Weil es sieht irgendwie ein bisschen leer aus. Ne? Sind 95, okay. Okay. Dann schauen wir uns hier mal um. Ist hier was? Nö. Ist hier was? Irgendwie ein Gegner, der einen Honig droppt oder so. Weil die kommen ja aus dem Boden geschossen. Das hier sieht man nicht immer sofort. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass einige Pikmin im Kampf gerade ihre Blätter verloren haben. Das passiert, wenn die weggeworfen werden, dann lassen die einfach ihre Blätter liegen. Und da sind jetzt auch welche mit Zähnen, Larven mit Zähnen, da müssen wir aufpassen. Die können nämlich auch super, super schnell zubeißen. Die war jetzt nicht so krass. Es ist immer noch keiner gestorben. Alles gut. Was haben wir denn hier? Game Controller. Also, so ein Steuerkreuz. Ist immer noch ein Gegner. So, alles weg. Klar, die Larven geben jetzt immer nur 2 Münzen oder eine Münze. Aber ist egal. Auch das macht in der Menge
von so 20 bis 30 pro Höhle. Und dieses Ding hier ist 100 wert, Stein der Glorie. Okay, cool. So, ich glaube, dann können wir jetzt weitergehen. In das Sublevel 2. Und hier finden wir tatsächlich Honig, das ist gut. Und nochmal lila Blüten. So, dann haben wir jetzt hier die schwachen Pikmin. Lass ich erstmal da stehen. Ob hier Gegner sind. Scheint nicht so. Ist nichts, ne? Die Blume hätten fast bei zwei guten Pikmin verwandelt. Das will ich natürlich nicht. Die guten Pikmin sollen so bleiben und die anderen, die können wir umwandeln. Die Sache ist nämlich die, ja, vielleicht auch nicht die hier unbedingt. Wenn man einen Blüten-Pikmin umwandelt, dann verliert es halt seine Blüten. Und das muss ja nicht sein. So, mehr scheint hier aber auch schon gar nicht zu sein. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere neuen Pikmin mit. Unsere gefärbten Pikmin. Dann haben wir auch jetzt 10 Lilane. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel auch unten, nicht unten, sondern oben, die Tüte, die wir gefunden haben, wo den Karton, Blatt drücken, aber jetzt eben ein Gewicht von 200 hätten. Und hier haben wir nochmal Honig. So, jetzt haben wir nur noch Blütenpigment. Ich sehe zumindest keine Knospe, ich sehe kein Blatt. Sehr nice. Gehen wir weiter. Ach ja. Und die Pikmin der zweiten Generation, also die, die in Pikmin 2 eingeführt wurden, haben keine weißen Blüten, sondern lila Blüten. In Pikmin 3 waren die neuen Pikmin, glaube ich, lila blütig. Und in Pikmin 4, meine ich, hätten sie blaue Blüten, aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Oder waren es gelb? Ich glaube, es war gelb. Naja, aber das sehen wir ja noch in ein paar Wochen. So, und jetzt ist hier tatsächlich Feuer. Das heißt, ich teile mal eben die Pikmin auf. Lass so Olima da bei den Lilanen stehen. Und nehmen wir die roten mit. Denn die sind gegen Feuer immun. Ich glaube, die können das auch kaputt machen. Ja. Easy. So, kommt her. Da ist noch was. Ist das denn Radiergummi oder so? Oder ein Dominostein? Nee, ist ein Radiergummi, oder? Ja, wir sehen es gleich. Hier in der Ecke ist nichts. Hier ist auch kein Gegner. Was ist hier los? Voll irritierend, wenn hier nichts ist. Also, es sind hier Sachen, okay, Gegenstände, ne, aber keine Gegner. Name, Monolith des Zankes. Okay. Ich glaube, es war ein Radiergummi. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube schon. So, die Diskette können die auch noch mitnehmen. Was ist das für ein Spiel? Im Schriftzug sieht das aus wie Zelda. Aber auf einer Diskette? Wobei, ist es von Nintendo? Da steht Nintendo drauf. Ah, ist aber nicht Zelda, das ist was anderes. Ja, ist halt das Nette. Man findet hier sehr viele Gegenstände, die halt so, naja, so einen kleinen Kultwert haben für Nintendo-Gamer. Wird noch einiges dazukommen.
das ist nicht Zelda, oder? Kosmisches Archiv. Okay. So, dann sind wir auch in diesem Raum fertig und gehen in das nächste Sublevel. Ist das schon das letzte oder ist das jetzt mal eine größere Höhle? Sublevel 4 ist das letzte oder nicht? Ich müsste jetzt heißen Finales, wenn es das letzte ist. Ist es aber anscheinend nicht. Okay. Wir könnten sofort weitergehen. Aber wir kämpfen. Klar kämpfen wir. Ja, also mit den lila Pikmin kann man halt Gegner super easy besiegen. Und hier haben wir einen Mr. Game & Watch. Sehr, sehr nice. Ja. Wie heißt es denn bei der Gondel? Oh ja, es ist ein Mr. Game & Watch. Na, verkehrt herum. So. Traumfenster. Cool. So, ich hätte jetzt auch noch Nektar. Aber... Was soll ich denn mit dem Nektar machen? Ich habe ja schon alle Pikmin groß und stark gemacht. Oh, hier ist auch noch was. Eine Nintendo-Karte. Nintendo war ja ursprünglich ein Kartenhersteller, also ein Spielkartenhersteller. Außerdem können wir hier noch eben neue violette Pikmin machen. Dann brauche ich den Nektar tatsächlich doch noch. Das ist gar nicht so schlecht. Also gerade die violetten Pikmin sollten auf jeden Fall immer Blüten haben, weil sie sind einfach so unglaublich langsam. Ah, einer hat es nicht geschafft. Einer hat noch ein Blatt. Den müssen wir auch noch umwandeln, weil sonst wird er mich verrückt machen. Eine Glückswaffel. Natürlich. Ah, nee. Ich glaube, es haben sich alle umgewandelt. Nee, einer hat immer noch ein Blatt. Na gut. Gucken wir noch hier rein. So, der hat jetzt auch Nektar bekommen. Alles gut. Der... Höhlenschlund ist hier hinten. Jetzt sollte aber das finale Level kommen, hoffe ich. Letzter Level. Auf. Oh, fuck. Ja, hier haben wir eine Punktkäferkönigin. Oder gar nicht sicher, wie das funktioniert. Ja. Das sind 10 Tote auf einmal. Das ist natürlich brutal. Kann ich sie stunnen? Ne, ich kann sie auch nicht stunnen. Und schnell her. Also am besten immer ein bisschen Schaden machen, dann zurückrufen, sonst verliert man einfach sehr, sehr viele Pikmin auf einmal. Und dass wir jetzt einfach schon
Ja, am dritten Tag 10 Pikmin verlieren. Das tut mir sehr, sehr weh. Aber besonders stark ist sie nicht. Man kann sie relativ einfach besiegen, wenn man ja, es nicht übertreibt. Schade halt für die 10, die gerade gestorben sind. Ah, der Kampf ist auch nicht wirklich spannend, wenn man es so macht, aber ich kann jetzt nicht erlauben, dass hier noch mehr Pikmin sterben. 10 sind mir eigentlich schon zu viel. Das sind halt immer diese gefährlichen Rollgegner, denn die können sofort einfach richtig viele Pikmin auf einmal besiegen. Naja, und da haben wir es auch schon geschafft. Und was haben wir hier? Testerlarv. Ist das ein Geigenzähler? Ibiza, diese Vorrichtung strahlt schwarzes Licht aus. Sie muss von dieser Kreatur aufgenommen worden sein. Was für eine absolut abstoßende Lebensform. Unsere Rückkehr nach Holokotate kann gar nicht früh genug stattfinden. Ja, ich glaube auch. Helft ihr da mal? Und das hier müssen wir auch noch abtransportieren. Lernen waren hier nicht erwünscht. Ah, die ist auch nur 15 wert. Also, dafür hat sich schon mal nicht so sehr gelohnt, aber ist egal. So, der Prototyp-Detektor. Diese Vorrichtung scheint auf die Nähe von Schätzen zu reagieren. Ich werde sie mit meinem Radar verbinden. Bearbeitung abgeschlossen. Der Schatzanzeiger ist nun voll einsatzbereit. Er erscheint ab sofort auf ihrem Monitor. Die Nadel schlägt nach rechts aus. Sobald sie sich einem Schatz nähern. Ah, okay. Nice. Dann haben wir jetzt also auch endlich ein richtiges Schatzradar. Ja, da unten ist es. Nice. Und es wird grau. Das heißt, hier ist nichts mehr. Perfekt. Dann gehen wir. Wir haben jetzt, glaube ich, 25 violette Pikmin. Und hier drin haben wir, glaube ich, 11 verloren, ne? Ne, 10, aber ich habe draußen einen verloren. So. Höhle erforscht. Und haben dabei insgesamt 1136 Pokos gemacht. Damit schon 2000, ja, Pokos insgesamt. Das ist sehr, sehr gut.